Heute ist ein super Tag, nachdem Vodafone als allererster 5G Standalone nach Deutschland gebracht hat. Geht's jetzt Schlag auf Schlag. Wir bringen heute 5G Edge Computing nach Deutschland als erste und schaffen damit einen Datenserver direkt am Rand des 5G-Netzes. Wir bringen darüber hinaus auch noch AWS Wavelength Services ins Netz. Damit absolut skalierbare, weltweit nutzbare Möglichkeiten im Gaming-Bereich, super kurze Latenzzeit, im Bereich der Industrieproduktion, für Startups, für Firmen, die darauf zugreifen können. Ein Beispiel dafür sind digitale Zwillinge. Digitale Zwillinge sind virtuelle Abbilder von realen Gebäuden oder Anlagen oder auch ganzen Arealen. Eins unserer größten Projekte und ein sehr gutes Beispiel für einen digitalen Zwilling ist das virtuelle Abbild vom Kölner Dom. Das sind über 200.000 Einzelbilder, die zu 25 Milliarden Polygonen verrechnet sind. Die Daten, die bei einem digitalen Zwilling entstehen, sind so groß, dass sie auf mobilen Endgeräten überhaupt keinen Platz mehr finden. Also Handys oder auch mobile VR-Brillen werden komplett überfordert. Damit die Daten trotzdem beim Nutzer ankommen, benutzen wir jetzt 5G und Edge Computing. Durch die niedrige Latenz und die sehr hohen Bandbreiten können wir die Daten direkt als Videosignal an die einzelnen mobilen Endgeräte streamen. Dadurch wird die Einstiegshürde zum einen sehr gering und zum anderen verbleiben die 3D-Daten beim Kunden und gelangen gar nicht erst zum Nutzer.